Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Nuzlocke Challenge mit mir, dem Svester. Ja, erst einmal muss ich sagen, tut mir leid, dass ich so lange nichts mehr hochgeladen habe. Ich denke mal, doch, ich müsste noch ein Video auf Lager haben. Das würde ich jetzt auch noch hochladen, die Tage. Ja, irgendwie hatte ich keine Motivation aufzunehmen. Da dachte ich mir so, ohne Motivation aufzunehmen, ist jetzt nicht so toll. Ich habe ich letzte Woche schon gemacht, einfach aufzunehmen, wo ich keine Lust hatte. Das hat erstmal, hat sich das total gezogen. Und die Aufnahme war sowieso im Arsch. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, war irgendwie ein Fehler. Ich hoffe, das passiert bei dieser nicht. Ich werde jetzt wieder versuchen, regelmäßig Pokémon zu bringen. Ja, mehr dazu. So, das war's dazu. So, total verwirrt. In der Folge, die verloren gegangen ist, bin ich ins Großmoor gegangen. Denn ich habe jetzt einfach keiner drauf geantwortet auf meine Frage der letzten Folge. Oder der Folge, wo ich gefragt habe, ich weiß nicht, 18 oder so. Ich weiß es nicht. Da hat niemand drauf geantwortet. Und deswegen habe ich es einfach für mich selbst entschieden und habe einfach 3 Pokémon gefangen. Und das hat wirklich einen kompletten Part gedauert. Ja, dann will ich dir euch mal zeigen. Und zwar sind es einmal Felino aka Derpy. Ja. Und okay Werte. Dann haben wir Tropius aka Paradise. Ja, auch okay. Und dann haben wir nochmal Hentai aka Tangela. Worüber ich mich wirklich gefreut habe. Ja. Ja. Also man sieht, da haben wir schon richtig coole Pokémon auf der Box. Und ja. So, wir werden jetzt nein, hier ist die Arena, war die nicht weiter, egal. Wir werden jetzt genau diese Route hier erkunden. Wo war's? Was hier? Ich weiß nicht, wo lag's. Da, hier liegt der, hier liegt ein Funkelstein. Ja, Route 112. Ja, hier dürfen wir wieder einen Pokémon fangen. Kommen wir hin. Ein Beleber. Dann würde ich sagen, fangen wir uns doch mal ein Pokémon. Ich mach die Augen zu. Glibunkel? Nein, Chalilos. Okay, den Ruf von Chalilos hatte ich nicht mehr im Kopf. Chalilos haben wir aber schon. Also greift mal wieder die Species Claws. Ich hoffe von Glibunkel, 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 Glibunkel. Hey, was ist das? Oh, Morlord. Ja, wir haben Felino, also wieder Species Claws. Mann, das heißt nichts Gutes. Das war wieder Chalilo. Was ich schade finde, dass wir schon so viele Pokémon gefangen haben, dass auf vielen Routen die Species Claws greift. Zum Beispiel auf der Eiseninsel. Wir haben quasi jedes Pokémon. Das heißt, ich kann da so lange rumsuchen, bis ich das Pokémon kriege, was ich will. Ist auch blöd. Aber ich denke mal, ich werde in der Eiseninsel werde ich ein
werde ich versuchen, in Stalos zu fangen. Beziehungsweise was halt versuchen. Ich werde auf jeden Fall Stalos als meinen roten Pokémon nehmen. Das dann versuchen zu fangen. Logisch, oder? Was kann denn hier alles kommen? Boah, was? Habe jetzt auch keinen Bock wieder. Oh, ich habe voll vergessen, den Timer zu starten. Jetzt. Oh, ich werde jetzt nicht schon wieder so viel cutten müssen. Ja. Ah, dann geht das schon wieder los. Dann mache ich meinen kurzen Cut. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Und ja, wir haben unser roten Pokémon. Den Timer wieder starten. Hier in der Zwischenzeit habe ich Useless nach vorne getan, weil Copying ganz schön kassiert hat. Den ganzen Pokémon hier. Und ja. Oh, das hat Trockenheit, ne? Scheiße, mal schnell einen Superball. Wie nennen wir dich, Kollege, denn? Boah, passt genau. Anabol Frog, Junge. Ach, was ein gelungener Name. So, erstmal alle heilen gehen. So. Aber gucken wir uns noch schnell Anabol Frog an. Mal Trockenheit. Ah, bei Sonne kassiert er. Das ist blöd. Ah, sonst ist ganz okay. Nur die Fähigkeit ist halt scheiße. Was ich jetzt noch gucken wollte. Wann bist du verstorben? Stimmt, stimmt, der letzte ist schon ewig. Genau. War das ist ganz schön lange her. Das ist echt lange her. Bis seit einer verstorben ist. Das ist doch schön. Wann kommt denn noch mal ein blöder Kampf? Oh Gott, jetzt werde ich auf einmal wieder müde. Dabei habe ich so lange geschlafen. Habe ich Timer wieder? Ja. Aufnahme? Ja. Muss ich hier nicht noch irgendwie ein Item absnacken oder so? War das nicht irgendwie? Ja, egal. Ich hatte das Itemradar. Bei Wayne. Kampf, nein, da dieser Baum, der sah so aus, als ob dann noch einer stehen würde. Entschuldigung. Oh, scheiße. Level 30. Oh.
Fuck, was mache ich? Muss ich auf Ethermon raus? Mal im Regen ist das nicht so toll. Das Angriff, kann das Funken schon? Versuchen wir es mal mit dem Tempo-Weep. Oh oh. Wohl. Oh, ich hoffe, wir kriegen auch noch Magnetilo. Weil ich habe wirklich überlegt, in der Liga mit einem Sandsturm-Team anzutreten. Ja. Ich meine, wir hatten ein paar coole Pokémon. Ich meine, Hippopotas als Caller. Hätten wir noch Rizeros. Georock hätten wir noch zum Beispiel. Da sind noch kommen noch einige. Ich bin so unbeschreiblich müde. Wahrscheinlich, weil einfach diese Routenklären so unglaublich langweilig ist. Das habe ich schon immer gehasst. War das jetzt wirklich so schlau? Ich glaube nicht. Ach, doch. Okay, doch, im Regen. Morlord, mal gucken. Wie viel Schaden eine Aquavelle auf dem Vieh macht. Und mit Crit kommen, hätte dies jetzt selbst kommen. Das wäre der ultimative Hex. Ah, oh, schade. Das wäre der Hex hoch 100 gewesen. Crit, Confusion und der Hit. Das wäre der Überhex gewesen. What? Noch nicht mal Level up. So. Was? So der. Oh, so ein Eishieb, ne? Oh, die Elementarschläge. Oh. Und da kann ich hier nicht irgendwo gucken. Obwohl, warte mal, für die Elementarschläge. Zwei Popo-Stücke, ein Indigo, Schlesix. Okay. Okay. Die Elementarschläge sind halt interessant. Und je nachdem, sein Kopfstoß. Also bitte nicht hier ein Beta-Team. Bitte nicht. Hm, Goldini. Ist gut.
Kompression drauf. Oh nein. Moment, hat das Wassertempo? Nee, ich glaube, das ist einfach so schneller als Copying. Dreschfläche. Ich will gar nicht wieder skalieren. Puh, ich hab grad Angst bekommen. Und Level 31 für Copy. Sehr schön. Noch zwei Level, dann entwickelt sich. Schreien, nein, danke. Wie die Farce. Ich wüsste nicht, was das außer Aquaknarre gegen mich machen sollte. Krass, sogar One. Machen die Katzen wieder das Fenster auf. Und sagt die Zeit. 60 Minuten noch. Alles gut. Tun wir mal Useless nach vorne. Und heilen mal. Auf. Was könnte ich denn erzählen? Ah, vor zwei Tagen war der Release von Black Ops 3. Und ich habe es natürlich geholt, habe es aber an dem Tag nicht gespielt, weil ich einfach keine Lust hatte. Dafür habe ich einen Hearthstone Packs gezogen. Ich denke mal, werde ich öfters machen, denn Hearthstone macht mir in letzter Zeit so unglaublich viel Spaß. Falls ihr Bock hättet, ein Pack-Opening in Hearthstone zu sehen, so 60 Packs oder so, dann schreibt mal in die Kommentare. Dann, ich hätte nochmal... Ich habe bisher zwei Legendaries gezogen. Das waren noch schlechte. Das waren irgendwie nur einer für 3 Mana, für einen Schurken. Und dann noch für alle Klassen 2 Mana oder so. Ich weiß nicht, also jetzt nicht irgendwie playable. Eine Legendary habe ich von den Pack, aus dem Pack gezogen, dass man für 100 Gold kriegt. Also, dann kommt eine Tackle-Attacke und das war's für Wien auf Liebes. Oder machen wir ein Biss. Ein Biss ist safe. Ich komm schon, wenn's Eiszahn lernt. Ah, Luxio, da gehen wir raus. Ja doch, gehen wir auf Ramayron, aka Stone Cold. Irgendwann Antikraft.
Natürlich kriege ich keinen Boost. Natürlich kriege ich den Paralyse. Nein, Parafusion im Ernst. Stone Cold, der Boss. Parafusion juckt nicht. Frag mal einen Stone Cold. Seinen Kopfstoß lernt. Ah, Toxin. Schöner Move, muss ich sagen. Die Orden putzen. Ne, danke. Dann. Ja, apropos zum Thema Haarausfall, dann bin ich ja mittendrin irgendwie, weiß ich nicht, abgebrochen. Wie gesagt, wenn ihr Bock hättet, irgendwie auf so ein Pack-Opening, dann mache ich irgendwann mal eins. Vielleicht schon 2-3 Wochen. Garados gegen Garados, das wird interessant. Auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, oder generell Haarausfall-Videos. Wollt ihr sehen, wie... Also nicht ich oder Erik anfangen zu laddern. Ich meine, wir sind jetzt nicht die richtig guten Spieler. Wir sind eher noch Anfänger. Was macht uns Spaß? Und ich meine, das ist doch die Hauptsache, wenn wir Spaß daran haben, euch vielleicht sogar unterhalten können, dann würden wir das bestimmt mit Freuden tun. Oder was Erik und ich gemacht haben, mal ein Best of 9, wo wir quasi jeden Helden mindestens, also einmal benutzen dürfen. Quasi Erik ein Magier und ich ein Paladin. Dann wäre Erik Magier nicht mehr benutzen und ich Paladin nicht mehr. Bis wir dann irgendwann, ne? Versteht ihr? Ihr habt uns Paladin, Magier, Schurke, Schamane, nur einmal. In 9 Matches. Und ja. Dann so ein Best of 9 haben wir gemacht. Hat eigentlich relativ gut, viel Spaß gemacht. Ich denke mal, jetzt werde ich vom Vorteil sein. Weil ich einfach eine Menge Packs gezogen habe. Erik hatte die Möglichkeit nicht. Deswegen habe ich da ein paar mehr Karten zur Verfügung. Wie Dr. Boom oder mein generell ist mein geheimes Paladin fertig eigentlich ja schon. Wahrscheinlich gibt es da noch irgendwie Karten, die ich da zufügen kann, aber ich finde das ein relativ starker geheimes Paladin und ich habe den einmal fertig, also wo er fertig war, gegen Erik gespielt und ja, ich konnte Erik schnell weg, was er weg und ich hatte fast von Anfang an die Oberhand. Wenn man so. Oh, Eisan, sehr schön. Silberblick behalten wir mal. Ich hatte fast von Anfang an die Oberhand, deswegen. Es hat quasi nur bis Turn 8 oder so dort, weil ich unbedingt dort Boom aufs Feld kriegen wollte. Aber naja. Dann hau das mal weg mit Schockwelle. Ich weiß nicht, Heroes of the Storm können wir eigentlich auch mal auf. Aber vorher wollten wir ja Heldenliga. Oder heißt, nee, Teamliga. Teamliga wollten wir spielen, genau. Aber wir müssen Erik und ich noch ein bisschen leveln. Dann schön zu fünft. Heldenliga, ah, das könnte cool werden. Schmerbe, Game of the Mind.
Zauberwelt. Und tschüss. Noch ein Schmerz, bleiben wir dran. Das sind definitiv zu viele Angler auf der scheiß Route. Ich hasse es, gegen Angler zu kämpfen, weil die haben mein... Nee, ich mag Angler einfach nicht. Aber ich könnte mal Dings, Hey, die Tacke soll ich hier. Also geht noch nicht. Oh, Eis haben sogar die stärkste Attacke. Aha. Interesting. Ohne Witz hat das Wassertempo. Scheiß Goldini. Okay, wir müssen es einfach safe, wir gehen raus. So sagt die Uhr. 5 Minuten noch, alles klar. Dankeschön. Ach, der hat aber noch eins, ne? Nein, bitte. Ach, wollte ich nicht. Jo, alles klar. Was könnte ich holen mit dem Mind rein fertig aus? Zauberblatt am Ende. Ich habe keine Lust, mich darum zu ärgern. Jawoll! Jawoll, nehmen wir dafür die Konfusion raus. Nee. Psychokinese kann man nur 10-mal einsetzen, das ist nicht so praktisch. Ja, das freut mich doch jetzt. Hier nach vorne. Bericht. So, jetzt muss ich noch Pokémon heilen. So.
Wow. Was hat es jetzt gebracht? Was kann ich hier machen? Ein Item? Warte. Das ist nicht mein Item. Aber da sieht man, wie scheiß lang diese Route ist. Oh, den habe ich schon. Ah, er will kämpfen. Dann ist es der letzte Kampf für diese Folge. Ja. So, schon mal Timer zurücksetzen. Oh. Ach, Tara, nicht schlecht. Schön. So, und das war's mit Aqua, mit Natara. Ach, der ist auch noch ein bisschen, dann bleiben wir mal drin. Und wie viel Schaden macht das jetzt? Was? Schon geht's los? Bitte. Als ob einmal so... Oh, kurz sowas an, ne? Ich glaube, wir sind schon höher als... Nee. Ich glaube, Marinus oder Marius ist auf 34, 35, so circa. So. Aber dann war es auch für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.